Sprechen wir über ein neues Migrationspaket der Bundesregierung und die Einladung des Bundeskanzlers an die Opposition und die Bundesländer zum Spitzengespräch für Freitagabend mit jemandem von der Opposition. Julia Klöckner, 10 Jahre stellvertretende CDU-Chefin, ehemalige Landwirtschaftsministerin, Bundestagsabgeordnete, Wahlkreis Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Hallo, Frau Klöckner. Hallo, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Jetzt hat die Bundesregierung heute einen Entwurf eines Migrationsgesetzes verabschiedet. Dadurch sollen 2 Dinge erleichtert werden. Einerseits Abschiebungen von Geflüchteten, die nicht bleiben dürfen. Und andererseits, dass Geflüchtete in Deutschland schnell und einfach arbeiten dürfen. Finden Sie sicher gut, oder? Naja, das muss man sich wieder genau anschauen. Man hat ja gesehen, dass wenn die 3 Ampelparteien oder Fraktionen etwas vereinbaren, meist unterschiedliche Lesarten und Interpretationen haben. Wichtig ist, dass nichts mehr einen Pull-Effekt, also einen Anziehungseffekt nach Deutschland hat. Und wichtig ist auch, dass am Ende Entscheidungen getroffen werden, die a. umsetzbar sind und b. auch wirkungsvoll sind. Und deshalb werden wir als Union keinerlei Kompromisse oder faulen Kompromisse mitmachen, wo nicht wirklich das Problem einer ungeordneten, ungesteuerten Zuwanderung endlich in den Griff bekommen wird. Und wir haben viel weitere Forderungen noch. Das heißt, dass wir auch Anreize, die ja gegeben sind durch Geldzahlungen zum Beispiel, auch beenden. Wir müssen mal schauen, wo wir stehen in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Staaten. Das ist natürlich nachvollziehbar, dass Menschen just nach Deutschland kommen wollen. Jetzt ist es ja so, dass wenn man sich die Hauptherkunftsländer anschaut, dann sind das Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Georgien, Türkei. Also alles Länder, in denen entweder Krieg oder politische Verfolgung wahrscheinlich sind. Das heißt, dieser Pull-Effekt, dass Deutschland hierher kommen, weil sie vielleicht denken, dass man hier unbedingt viel mehr Geld bekäme als zu Hause, den gibt es offenbar so gar nicht. Warum setzen Sie so darauf? Warum sagen Sie das? Das würde ich jetzt so nicht sagen. Das ist jetzt nicht entkräftet, was Sie gerade sagen. Wenn Menschen aus Syrien oder Afghanistan kommen, wo sie beispielsweise verfolgt werden oder wo es möglicherweise Krieg gibt, dann gilt doch weiterhin auch unser Gedanke in Deutschland, dass wir diese Menschen aufnehmen wollen. Oder habe ich das falsch verstanden? Deutschland kann nicht alle Menschen aufnehmen. Europa muss gemeinsam handeln. Und es ist schon sehr auffällig, dass Deutschland in den Leistungen, die wir zahlen, die wir ausgeben, über dem europäischen Schnitt liegen. Und das ist der Punkt. Natürlich würde ich, wenn ich auch auf, wenn ich migrieren müsste, würde ich mir auch das Land aussuchen, das für mich persönlich am attraktivsten ist. Das mache ich keinem Migranten zum Vorwurf. Das mache ich dem Staat zum Vorwurf, der genau diese Rahmenbedingungen ermöglicht. Und insofern noch einmal, Deutschland hat innerhalb Europas einen Anziehungseffekt aufgrund der Leistungen, die hier auch nicht nur gezahlt werden, aber angeboten werden, was das Thema Unterkunft anbelangt, nach 18 Monaten gesundheitliche Versorgung wie ein normal Kassenversicherter und vieles andere auch. Und das ist schon eine Frage, ob man auf europäischen Standard kommt. Wollen Sie diese Möglichkeiten reduzieren, von denen Sie eben gesprochen haben? Ja, ich will sehr klar und deutlich machen, dass wir übergehen müssen, weg von Geldleistungen zu Sachleistungen. Und wenn jemand ausreisepflichtig ist, ist die Frage, wieso soll er denn eine Gesundheitsversorgung haben können, wie andere, die hier versichert sind und eingezahlt haben. Andere Länder machen es anders in Europa und das ist durch Europarecht abgedeckt. Zum Abschluss dieses Teils, weil natürlich uns auch ein bisschen die Zeit wegläuft. Sie haben ja auch eine Einladung bekommen vom Bundeskanzler höchstpersönlich für Freitagabend zum Spitzengespräch. Da soll es explizit auch um den Umgang mit Geflüchteten gehen, aber auch um die gemeinsame Modernisierung Deutschlands. Was kann da am Freitagabend aus Ihrer Sicht rumkommen? Das werden wir sehen. Wir haben lange, wirklich sehr häufig und regelmäßig den Kanzler genau um ein solches Gespräch gebeten und es auch eingefordert. Er hat vor über 30 Tagen den sogenannten Pakt für Deutschland sehr werbewirksam im Deutschen Bundestag angeboten, aber dann kam nichts mehr. Und wenn man einen Pakt anbietet, muss man ja jemanden haben, mit dem man den auch schließt.